Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Jägers von Spielzimmer Session 5. In der letzten Folge haben wir Dinge erledigt. Und die Framerate geht wieder runter auf 18. Aber es ist egal. Es ist ja nicht schlimm. Es ist ja ein recht statisches Spiel. Es ist ja ist schon ein Augenschmaus, ja. Aber wir sind ja nicht hier, um jetzt irgendwie 60 Frames pro Sekunde die Landschaft zu genießen. Können wir trotzdem. Landschaft können wir trotzdem genießen, ne? Dschungel, Straßen, Berge. Amsterdam, schön sieht's aus. Hier mit den Kriegern im Seidenfeld, da fühlen sie sich wohl. Die Karawane in Amsterdam war zuletzt in Medan für 10 Gold pro Runde und 2 Wissenschaft. Was wir aber machen können, ist sie nach Babylon zu schicken oder Nottingham. Ich würde sie nach Babylon schicken, weil das ist es ist die sichere Alternative. Nee, nach Babylon schicken. Es ist breit in unserer Nachbarstadt und kann ja jetzt nicht geplündert werden. Wenn es irgendwo zu einem Krieg kommen sollte oder so, dann nicht mit Babylon, dann mit jemand anderem. Wieso hast du nur noch einen Fortbewegungspunkt, sage ich schon. Einen Health Point. Gehen wir hier schön nach Muang Saluang. Und da erholst du dich dann, mein Junge. Preda ist gewachsen, wir wachsen an allen Enden, das ist so gut. Wie lange dauert es denn noch? 11 Runden bis zur nächsten Sozialpolitik. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir irgendwie da ein bisschen mehr bekommen. Zum Beispiel mit Kultur plus 1, Nationalepos. Monument allen Städten haben wir schon, dann sollten wir es auch bauen. Wobei die Universität, plus 33%. Wissenschaft ist halt so gut, das können wir nicht nach hinten schieben. Das hat Prio. Verbotene Stadt vollendet. Kann man mal machen. Dies, das. Galliasse. Wir können erst in wenigen Runden die Ozeane überqueren. Solange haben wir Zeit. Hier ist der Hafen fürs Wachstum wichtiger. Und du heilst hier, solange es dir möglich ist. Wir gehen hier keine Risiken mehr ein. Auf dein Eisen kann ich verzichten, auf dein Gold aber nicht. 89 Gold. Wenn wir denn da mal 500 haben, ich mach's jetzt doch mal weg, damit es so ein bisschen schöner aussieht. Wenn wir 500 Gold haben, dann können wir... Shakata, 17 Gold. Ja. Dann können wir überlegen, wo wir das ausgeben. Dann können wir überlegen, ob wir noch einen weiteren Stadtstaat für uns begeistern können. Während wir an dieser Stelle... Preda, hast du vor, hier oben noch zu expandieren demnächst? Nee, du magst hier unten expandieren, das ist okay. Was für Preise werden für dieses Geländefeld aufgerufen? 110. Dann geh doch mal dahin und bau die Büffelherde aus. Jetzt muss ich doch wieder. Ich kann nicht ohne. Gibt es hier schon eine Plantage? Nee, gibt es noch nicht. Dann nehmen wir die doch mit. Auch Zitronen gibt es auch noch keine Plantage. Dann haben die Priorität. In Kröningen, das in einer Runde wachsen wird, haben wir den Kornspeicher vollendet, um die Bananen uns zunutze zu machen. Außerdem wird sich ein Aquädukt anbieten. Ja, gehen wir erstmal auf Wachstum, um in den nächsten Schritten dann weiterzuschauen. Oh, also wenn du so keine offenen Grenzen willst, dann halt nicht, ne? Aber zahlen tue ich jetzt auch nicht mehr dafür. Hier geht's nicht weiter. Muss ich nochmal nach Haus mit dem Schiff? Oha. Elisabeth offene Grenzen, da ist klar. Gold an Elisabeth ist A. Seite an Pascal. Und Gold an Pascal. Dann haben wir jetzt doch freie Ressourcen. 2. Gibt es denn jemanden, der selbst... Ich habe schon den Handelsweg übersicht... Nicht die Handelswege. Ach, Wirtschaft. Wirtschaft, Ressourcen. Nein. Sorry, ich werde es mir irgendwann merken wieder.
Diplomatie, Handelsweg, Militärratschläge, Sieg, Spionage, Technik. Sag mal, bin ich denn mit Schucke? Bin ich denn mit Schucke? Handelsverlauf, Weltpolitik, Beziehungen. Da. Niemand hat was über. Und was ist, wenn es zum Beispiel mit Gustav Adolf, der neutral ist? Gehen wir mal zu jemandem, mit dem wir gut sind, ne? Freunde Polynesien. Geteilte Botschaften, geteilte öffentliche Grenzen, Luxusgüter. Er hat Wein. Wein haben wir nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Wie wär's denn? 18 Gold pro Runde. Wie wäre es mit 2? Okay. Also wenn mal alles hart auf hart kommen sollte, können wir immer noch für 18 Gold und ein Luxusgut noch ein weiteres Luxusgut kaufen. Aber in naher Zukunft wird man das ja nicht machen. Der Hafen. Ja, den Leuchtturm haben wir ja schon. Wir können noch ein Arbeitsboot bauen, denn demnächst wird es hier eine Erweiterung geben und damit der Fisch zugänglich. Ja, 6 Gold pro Runde nehme ich, das ist okay. Sind wir fast bei 100 Gold pro Runde, läuft bei uns. Hätten wir doch Wirtschaft, also da Politik wählen sollen. Wobei wir es jetzt auch nicht brauchen. So, Astronomie. Wo gehe ich hin? Ich bleib hier, ich warte hier. Stell mir vor, wie das wie die anderen Schiffe ist, die jetzt hier so rumstehen, dümbel, dümbel, dümbel. Und dann von einer Runde auf die anderen fährt einer auf den Ozean heraus und die anderen denken sich, nein, was macht der? Er wird nie wieder zurückkommen. Aber alles ist super zuversichtlich auf der Galeasse. So, hä, wovon redet ihr? Wir wissen seit gestern Sterne. Wie Sterne? Aha, Sterne. Wir sind da oben, wir sind ja unten. Aha. Lass uns Mauernhof hier bauen, damit so ein bisschen Nahrung für Breda geschaffen werden kann. Offene Grenzen, klar. Nebu. Bibu. Astronomie, Renaissance und jetzt... Nee, wir müssen erst nochmal zurück, aber es ist doch gut, dass wir hier nicht weiter weg sind. Dann können wir auch die Weltmeere erobern. Navigation... Ist auf der Map... ne? Museum, Louvre, so Richtung Archäologie. Ach so, da müssen wir eh diesen Weg hier gehen. Nun gut. Wohin wollen wir denn? Wirtschaftswissenschaften, glaube ich. Jagdlager, Zollamt haben wir gar nicht. Kok. Gold von Kok um 2 erhöht. Da werden wir schon ein paar bekommen. Und Handelsposten. Und wir nehmen außerdem die Ritterlichkeit, das Bankwesen. Das Bankwesen ist gut. Metallguss, Physik ist gut. Druckerpresse, das ist was. Da kann ich mit leben. Akustik. Gibt Kultur, ja, aber die Sixtinische, das Opernhaus, die Sixtinische Kapelle. Nee, das ist nice to have. Aber da ist Wirtschaft besser. Wir wollen alles wollen wir kaufen. Kaufen. Wir kaufen uns die Kultur. Einfluss, nee, wie heißt es so schön? Stil kann man sich nicht kaufen, Kultur aber schon. Mhm. Ich soll ein Sprichwortbuch schreiben, habe ich mir gedacht, in dem alle wahren Sprichwörter von mir drin sind. Immer noch nicht. Kannst du prinzipiell nicht auf was? Kannst du prinzipiell nicht auf Ozeanfelder, weil du eine Galeasse bist oder was? Ne. Also zum Glück haben wir den Hafen, aber im Ernst? Müssen wir dich dann erst mal upgraden später oder was? Oh. Kein Zugang zur Tiefsee. Boah, habe ich das echt so krass übersehen. Na gut, dann bleib hier vor der Küste und seh gut aus. Ja, du kannst ja trotzdem gucken, dass du ein bisschen was erkundest. So faul müssen wir jetzt auch nicht sein. Bogota! Entdeckt. Schweden ist mit cool mit Bogota, außerdem Siam. Alright. Utrecht baut uns Stallungen nicht. Siedler, Bautrupp.
Ein Reiter. Haben wir noch nicht in unseren Reihen. Ein Reiter in unseren Reihen können wir gebrauchen. Oh ja, das sind wir. Vor allem, weil wir bei minus 1 Zufriedenheit stehen. Da müssen wir auch was gegen machen. Werden irgendwelche Kolosseen demnächst fertig? Nee, nur Aquädukte. Hätte ich mal mehr Kolosseen gebaut. Können wir hier ein Kolosseum bauen? Nee, nur Universitäten. Und hier gibt es auch nichts, was irgendwie für Zufriedenheit sorgen würde. Dann lass uns eine Karavelle bauen, um die Welt zu entdecken. Naturwunder. Und dann hoffentlich hier und da noch einen Zufriedenheitspunkt mitnehmen zu können. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch nächste Folge begrüßen zu dürfen. Wenn es wieder heißt, Egon Sohn spielt mehr schlecht als recht zu der Session 5. Bis dann.